Jo Leute und willkommen zu Let's Play Metin 2 TBD. Der Server heißt jetzt mittlerweile ein bisschen anders, aber ich werde immer noch TBD sagen und nicht Hybris. Und zwar, da seht ihr schon den Pfeil, ich muss zum dunklen Schrein die Quest beenden. Für 120 oder 130 KKXP gibt mir das. Denn heute ist... Ja, heute ist Dienstag, der Patch ist draußen, Wolfman ist da und ich werde jetzt erstmal die Quest hier nehmen und hier schwarzes Eis opfern für die Quest, ne? Ich werde jetzt sterben, aber das ist nicht schlimm. Bla bla bla. Okay, als du dich dem Altar näherst, scheint sich die Dunkelheit um dich zu verdichten. Okay. Okay. So, jetzt habe ich den geopfert. Und jetzt gehen wir in die Stadt zurück. Aber das machen wir auf eine ganz andere Art und Weise wie andere Leute. Oder wie... Ach, ich kann das gar nicht hier benutzen. Ja, da muss man halt kurz raus. Und die Musik kurz wechseln. So. Okay. In der Stadt neu starten. Schade, dass man hier nicht den Teleportationsring benutzen kann. Ich verschwinde jetzt mal aus der Grotte. So. Und dann schließen wir unsere Quest ab, denn ich kann jetzt mit 105 XP haben. Und das ist sehr praktisch, um dann FBs und so weiter und so fort zu lesen, weil ihr seht ja schon, hier die Skills sind noch nicht fertig. Auf jeden Fall, der neue Skill ist draußen für den Mentor und der heißt Schwertzirkel. Den werden wir nachher skillen, keine Sorge. Ich habe genug Skillpoints, ich bin ja 105. Und es kann auch sein, dass ich nachher für kurze Zeit auf Platz 1 stehe. Denn 130 oder 120 KKXP wird jetzt wahrscheinlich am Dienstag hier direkt nach dem Patch nicht jeder haben. Gucken wir mal, was passiert, ne? Wäre eine coole Sache auf jeden Fall. Ich laufe jetzt in die Stadt. Ach komm, wir machen das jetzt anders hier. Yuan, das ist die Stadt. So, und jetzt gehen wir zum Sohn zurück. Wir haben ja jetzt was geopfert. Und dann kommen auch irgendwie in Map 2 oder so Bosse oder sonst irgendwas. Aber das juckt mich jetzt erstmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal zum Sohn und hole mir jetzt ein bisschen XP ab. So, sehr gut gemacht. Hier ist deine Belohnung. Natürlich, okay, sehr schön. Und wir haben 5%. Kann sein, dass es reicht für Platz 1. Ich weiß es nicht. Was wir jetzt erstmal machen, ist... einen Skill lesen und das wird erstmal Stampfer sein, Fail, Schwertschlag, Fail. Na gut, jetzt haben wir noch so ein paar andere Sachen zu erledigen hier. Da sieht man auch schon einen Wolfman, aber den, ja, der ist noch so ein bisschen verbuggt, glaube ich. Mich hat vorhin einer auf frei angegriffen und irgendwie ist da, keine Ahnung, nicht groß was passiert. Also ich habe keinen Damage bekommen, sagen wir es mal so. Ich weiß auch nicht, was die da reingehauen haben. So, hier, unser schönes Gildenland. Und um es nochmal zu präsentieren, laufe ich nochmal von weiter weg hier nach hinten durch. So ganz langsam. So. Sieht doch ganz schick aus, wenn man da so drauf zuläuft. Irgendwie gibt schon was her, würde ich sagen. Wir haben hier zwei Flaggen platziert, die noch kein Gildenzeichen haben. Ich weiß nicht, wann das im Endeffekt kommen soll oder kommen wird. Was mein Plan war zu dem Ding hier noch. Hier sieht man hier erstmal den... Himmelstränen-Alchemist. Ich wollte das so ein bisschen Mentor-like machen, aber dann doch noch was Eigenes mit reinbringen und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Sieht nicht schlecht aus, finde ich. Haben auch andere gemeint von der Gilde, sieht gut aus. Hier der Waffenschmied könnte jetzt immer appen bei mir. Was mich ein bisschen deprimiert ist, so ich habe jetzt pro Woche immer so 200, 300k reinbekommen und das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, was da reingeflossen ist. Das sind über 100 KK wieder. Und dann, wenn man noch das Gildenland dazu rechnet, sind wir bei 200. Also 200 KK im Gegensatz zu 200k oder 300k, das ist relativ wenig. Also hier kommen noch Steine hin. Das wird so ungefähr wie da drüben aussehen. Und dann werde ich hinten noch zumachen, Altar hin platzieren und so weiter und so fort. Aber das mache ich in einem anderen Video. Vielleicht mache ich es auch gar nicht mehr, denn ich habe heute so... von so einem Art Bug oder sowas gehört. Und zwar soll irgendwie eine Truhe im Itemshop drinne sein,
irgendwie 30 Trank der Weisheit oder sowas enthalten soll. Und die soll man anscheinend mit jedem Charakter, benutzen können. Ich hoffe, dass es nicht so ist, weil sonst wäre das total asozial. Weil ich habe mich wirklich echt abgeplagt, um auf 105 zu kommen. Ich habe 3 Wochenenden richtig, richtig, richtig viel gelevelt. Zweimal mit Lolli, weil der Lolli ging ja relativ lang. Die haben ja das Event verlängert. Das hat sich gut bei mir, also es ging deswegen gut bei mir. Und dann am Ende hatte ich auch kein Lolli mehr. Ja, ich weiß, jetzt sagen manche, ja, da gibt es doch den einen Bug da mit Item Shop und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will sowas nicht benutzen. Ich will kein Bug-User sein. Deswegen habe ich mir keinen Lolli eingebuggt. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie das funktioniert, ich erkläre das, aber ich habe es nicht benutzt und ich will auch, dass das gefixt wird. Ihr habt ja das Item Shop Lager, ich werde das jetzt erklären, wie manche Leute das machen. Ich finde das total asozial. Ich habe hier noch Elixier des Forschers, die benutze ich aber bei den High Bios, also 92er, 94er Bio. Also auf jeden Fall, man macht sich das ganze Inventar voll mit Moschusöl, macht eins raus und dann, und dann kauft man Lolli und dann macht man eins raus und dann kommt der Lolli da rein, kauft man wieder Moschusöl und so weiter und so fort. Und dann hat man irgendwie einen Lolli eingebuggt, der läuft dann nicht ab, aber das ist total asozial. Ich habe das nicht gemacht, das kann ich auch im Video nochmal zeigen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe auch kein Moschusöl da drin, also ihr seht schon, ich habe hier ehrlich und fair auf Level 105 gelevelt. Es hat wirklich lange gedauert und das letzte Level, um euch das mal so ein bisschen näher zu bringen, das hat ungefähr 12 Stunden gedauert. Also es ist schon relativ lang. Ich hatte da ungefähr 5 Genies. Zu Anfang, wo der Lolli noch draußen war und ich irgendwie diese 10% TP-Absorb-Rüstung hatte, nicht Rüstung, diesen Anzug da vom Halloween hatte, habe ich 8 Genies gezogen. Das Heftigste war, wo ich 5 Jongans und 3 Huashins hatte. Also 8 Genies mit dem Mento, also nicht mit dem Waffensucher. Ich habe wirklich die ganze Zeit mit dem Mentalo gelevelt. Ja, und das ging eigentlich relativ gut vom Leveln her. Und ich habe auch, glaube ich, 6 Leute. Ja, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 5 Leute auf 90 gelevelt oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und mich halt eben dementsprechend auf 105. Das Ganze habe ich kostenlos gemacht, aber nur für die Gilde. Und mein Körperkrieger ist mittlerweile auch Level 90. Den mache ich jetzt gerade ready. Ich mache jetzt noch Pferdequests und sowas. Und dann werde ich an die Aura-FBs gehen. Ich habe schon einige gekauft, aber ja, so viel zum Leveln. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch wissen wollt zum Leveln und so weiter. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, wir skillen jetzt erstmal diesen Skill hier hoch, ne? Schwertzirkel. Vielleicht klappt es beim ersten Mal. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, werde ich kurz einen Cut machen, in den Itemshop gehen und das Ding hier einfach auf M machen, weil ich habe ja noch ein paar DR übrig. So, dann gucken wir mal. 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ist nicht umgesprungen. Ja, dann würde ich sagen, ne, sehen wir uns gleich. Bis gleich, Leute. Und dann wird der Skill hier auf jeden Fall auf M sein. Aber ich kann ihn nochmal kurz vorher, bevor wir das hier machen, bevor ich jetzt hier umlogge, will ich den einfach nochmal zeigen, wie der auf M aussieht. Und dann zum Vergleich, wie der auf neutral aussieht. Und dann nochmal zum Vergleich, wie er auf M aussieht. So sieht das Ganze aus. Sieht aus wie Pferdestampfer. Habe ich schon mal in diesem Präsentationsvideo von der Beta gezeigt. Können wir auch nochmal hier zum Vergleich zum Pferdestampfer hier oben. Einfach mal, nee, nicht dem Pferde, zur Kraftwelle. Es sieht relativ gleich aus. Sehr einfallsreich, muss man echt sagen. Also, ne, so ein neuer Skill ist ja echt brutal einfallsreich. 60 Aufladezeit? Ja, okay. Ja, egal. Ne, ich würde sagen, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und jetzt holen wir uns das Ding mit Fertigkeiten neu verteilen. Erstmal aus dem Lager raus. So, einmal draufgeklickt und wir wählen aus. Weiter. Schwertzirkel. So, haben wir gemacht. Schwertzirkel natürlich. Ich finde das auch gut, dass man das alles hier tausendmal bestätigen muss. Weil, ne, man könnte ja auch was Falsches zurückskillen. So,
So, jetzt brauchen wir gar nicht nachdenken, das wird jetzt einfach auf 17 umspringen. Das kann ich euch beweisen. Also es klappt immer, also für die, die sich da jetzt noch skeptisch sind, das klappt immer. So, seht ihr. Ist auf M. Haben wir das geschafft? Jetzt müssen wir nur noch die FBs finden. So sieht das auf M aus. Ein bisschen größer, mehr Fläche, mehr Range. Ja, hat das jetzt eigentlich gerade Damage gemacht? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir probieren es einfach nochmal. Wir testen das nochmal, ob das hier auf dem DE-Server jetzt auch schon so gut funktioniert, ne? Na komm. 60 Aufladezeit. Ätzend. Aber sowas von. Geh mal schneller, Mann. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wir haben wirklich nicht den ganzen Tag Zeit. Über was sich auch manche aufgeregt haben. Manche haben sich ja verskillt und haben keine Skill Points übrig und können den Skill nicht auf M machen. Weiß nicht, ob es dafür eine Lösung geben wird. Ich schätze mal nicht. Und die werden einfach die Arschkarte haben. Schade drum. Aber ich habe mich nicht verskillt. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Es hat Damage gemacht. Okay. Dann können wir ja jetzt mal vergleichen hier. Zack, bumm. 5,5. Hälfte. Ja, auf M1. Das kommt voll gut hin. Wir haben zwei Skill Points übrig. Mal hoffen, dass der siebte Skill auch bald kommt. Nee. Gehen wir mal in die Stadt. Gucken, ob es da schon FBs gibt für Schwertzirkel oder sonst was. Und ansonsten, ein Kollege hat, glaube ich, auch noch ein FB, aber das werde ich jetzt dann nicht im Video lesen, sondern irgendwann anders. Wir gucken jetzt mal in die Läden rein. Die sollen auch relativ teuer sein, habe ich gehört. War da Schwertzirkel gestanden? Nee. Nee. Schade. Vielleicht hier? Nee. Auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Oder doch? Nein. Hier auch nicht. Nee, gibt keinen. Schwertzirkel haben wir nicht. Ach, oder was? Schwertschlag. Reflektieren. Nee, alles nix. Okay, dann. Ja, mehr gibt es hier jetzt erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, ich habe Level 105 erreicht. Es war wirklich eine schwere Nummer. Aber ich habe es hinbekommen. DS bin ich dran. Ein Seelenstein ist es noch. Ich werde jetzt erstmal mit Vorbild sehr wenig spielen und dann erstmal mich auf Hero spezialisieren, weil der einfach mehr Nachholbedarf hat, was Bios angeht, was Skills angeht. Und. Natürlich werde ich hier alles abschließen, hier für Schwertschlag fertig lesen, den neuen Skill fertig lesen, Stampfer fertig lesen, ist ja auch mittlerweile M10. Und ich würde sagen, wir sind hier eigentlich schon relativ weit mit dem Char. Verwandlung ist jetzt auch auf P. Ist nicht mehr viel zu machen. Equip-technisch schon. Ich bin an der Sonny dran. Die versuche ich gerade zu uppen. Ist mittlerweile plus 2 wieder. War mal plus 7, aber naja. Ich habe hier so ein paar Tritons gekauft. Die sind jetzt nichts Besonderes. Das habe ich mir ertauscht. 10 HM, 8 Ohnmacht, 2 dB, 6 Feed. Und dann habe ich noch das hier mit 5 HM und 10 dB. Ja, direkt immer noch. Hab noch nicht wirklich eine Waffe in PvM. Dieses Gifty, was ich gerade anhabe, ist geliehen. Bin bei der erste Quest. Und das ist so der aktuelle Stand. Von Hero kommt wann anders was. Da wird die Pferdequest jetzt noch. Morgen, glaube ich, muss ich die noch machen. Ja, morgen. Pferd ist Level 19. Morgen nochmal. Dann nochmal die Milligau-Quest und dann kann ich schon Kampf vom Pferderücken machen und das ist schon mal gut. Damit kann man schon mal farmen, aber Aura ist noch ein FB, dann ist es M5. Ja gut. Würde ich erstmal sagen, ne, habt ihr erstmal was hier jetzt gesehen, was ich jetzt die letzte Zeit so getrieben habe. Könnt ihr bestimmt verstehen, warum jetzt kein Video kam. Weil es einfach zeittechnisch sehr heftig gewesen wäre und Genies bewachen und so weiter und so fort. Ist richtig anstrengend, da muss man richtig lange wach bleiben. Der eine oder andere, der das schon gemacht hat, der weiß das. Genauso wie das Pullen ist auch ätzend. Zum Glück habe ich eine gute Gilde, die mir dabei helfen kann. Member suche ich immer noch. Also wer jetzt noch Bock hat, in die Gilde zu kommen, kann das gerne machen. Hier Durchschnittslevel 78. Mitglieder, Gildenmitglieder hier mal durchgezeigt. Hier. Tak, tak, tak. Ne? Könnt ihr mal reingucken. Okay. So viel dazu. Ich werde jetzt erstmal sagen, bis zur nächsten Folge.
Und mal gucken, wie es dann so aussieht in den nächsten Tagen, was dann so kommt. Ja, also erstmal, ciao Leute.